Aber ich bin in der Wärme, nämlich im St. Josefsheim, zu Usto am Basar. Und bei mir sind zwei Verantwortliche hier. Offenbar der Verantwortliche Abo hier für die Betreuung, der Stefan Jäger. Was ist das für eine Arbeit vor dem Basar? Wenn man jetzt hier durchläuft, sieht man ja nicht, was dahinter steckt. Ja, wir werden also das ganze Jahr hier mit 60 Klienten hier in der Werkstatt basteln und die dann nachher das anschließend eben für die zwei Tage, die werden die Räume nach uns räumen und dann alles ausstellen für den Verkauf. Macht das Freude, wenn man jetzt die ganzen Leute hier sieht, durchläuft und euch gemütlich etwas reichen zusammen? Ja sicher, das ist eine Bestätigung. Vor allem für unsere Bewohner, die ja auch hier arbeiten und wenn die sehen, dass das wirklich eine gute Anklang hat, das ist für die natürlich enorme Frieden. Und für uns ist es super natürlich, wenn man sieht, wie die Unterstützung hier haben. Kann man sagen, das ist das Highlight für die Bewohner hier? Ja, also wirklich ist das Highlight, weil es ist wirklich eine riesige Freude, wenn sie sehen, dass so viele Leute kommen, dass die Produkte, die sie herstellen, dass das so einen grossen Anklang finden. Also da haben sie wirklich eine riesige Freude. Was denkt ihr, was macht mehr Freude? Die Vorbereitung für Ski oder nachher schlussendlich hier sozusagen das Dessert? Also ich sehe für die Bewohner sicher das Dessert. Weil das andere ist eher ihr Alltag. Die arbeiten hier jeden Tag, aber wenn sie nachher sehen, dass das, was sie hier machen, wirklich anerkannt wird, das ist für die ein Highlight. Ganz klar. Wie ist es eigentlich für L2, wenn ihr hier durchspaziert? Was geht ihr auch vor? Es ist jedes Mal eine riesige Freude. Man muss ja das ganze Jahr hier mit ihnen und nachher macht man ein Fest. Also, und das ist effektiv ein grosses Fest hier. Und wir wissen ja nie, kommen die Leute und unterstützen uns nicht. Und wenn man das natürlich sieht, sieht man ja wohl, super, ist ja Arbeit, weil doch honoriert hier. Wie ist es denn dieses Jahr? Sind viele Leute da? Sind die Schuppen Leute hier vorbei, Lutzen? Also so, wenn ich das beurteilen kann, war dieses Jahr wirklich ein riesiger Andrang jetzt für einen Samstag. Und Sonntag wird das normal, also wird es normal mehr sein, was Leute kommen. Ja. Welcher Tag ist gewöhnlich der beliebtere? Also es muss also so sehen, die, die effektiv kommen für den Bazar, die kommen eher am Samstag, die Produkte wollen kaufen. Und die, die mehr kommen für den gemütlichen Teil, also sagen wir etwas essen und trinken, die kommen dann mehr am Sonntag. Und erfahrungsgemäß haben wir am Sonntag mehr Leute, aber am Samstag läuft eigentlich der Bazar besser.